Ab. Aber ja, einfach immer weitermachen, immer dranbleiben und dann kommen die nächsten Chancen und da muss man einfach da sein. Ich bin froh, dass ich der Mannschaft weiterhelfen konnte mit einem Tor, dass wir gut ins neue Jahr starten können und wie gesagt, ob ich dann die Tore am Schluss mache oder jemand anders, ist völlig egal. Es war auch genauso ein Moment, als Wolfsburg in der Vorwärtsbewegung den Ball hergeschenkt hat. War das was, worauf sie ihr Trainer auch eingestellt hat, dann direkt zielstrebig in den Strafraum reingehen? Klar, ich glaube, das ist gegen jeden Gegner gut, weil wenn du einen Ballverlust hast in der eigenen Hälfte, bist du ungeordnet. Vielleicht wolltest du gerade selber einen Angriff starten. Und ich glaube, wir haben da genug Qualität, schnell nach vorne zu spielen. Wir haben die Schnelligkeit über außen und dann müssen wir einfach probieren, so schnell wie möglich vor Tor zu kommen, den Gegner sofort weh zu tun. Und Sie haben heute zudem über weite Strecken des Spiels einen ehemaligen Champions League-Teilnehmer fast schon dominiert. Kann man sich jetzt vielleicht sogar noch mutiger aufstellen in den nächsten Wochen? Also Freunde, glaubt mir, in allererster Linie ist für uns wichtig der Klassenerhalt. Wenn wir den am letzten Spieltag in der 90. Minute klar machen, unterschreibe ich das sofort. Dass wir natürlich jetzt ein paar Punkte Vorsprung haben, ist sehr gut. Wir probieren die Punkte auszubauen und egal gegen welchen Gegner wir spielen, probieren wir einfach unser Spiel auf den Platz zu bringen. Und ich glaube, nimmt man das Spiel jetzt gegen München außen vor, ich glaube, wir können da gegen jeden Gegner mithalten, wenn wir da unsere Sachen erledigen, die uns der Trainer vorgibt. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch nochmal zum Heimsieg. Herzlichen Glückwunsch zum Tor und einen wunderschönen Abend wünsche ich. Danke, wünsche ich euch auch. Ciao, ciao. Also, hier natürlich sehr gute Laune. Bei Maximilian Arnold ist sie wahrscheinlich nicht ganz so gut. Wout Weghorst war gerade bei mir. Hat kaum Worte gefunden. Finden Sie welche für die 8. Niederlage in Folge? Ja, wir haben uns viel mehr vorgenommen. Wussten, dass das natürlich nicht ganz so einfach wird hier auch. Haben in einigen Situationen falsche Entscheidungen getroffen, speziell in der Offensive, weil wir auch die Möglichkeiten hatten, dann aber nicht konsequent, wie schon gesagt, die richtige Entscheidung getroffen. Und dann wird es natürlich schwer, sich einerseits Torchancen auszugeben, dass natürlich dann das Gefühl sich auch ändert. Nichtsdestotrotz, so schwer diese Situation auch gerade ist, wir haben den 18. Spieltag, es bringt jetzt auch nichts, irgendwie schon alles in den Sand zu setzen, sondern wir müssen gemeinsam da raus und sollten da schon gemeinsam die Ruhe finden auch. Gemeinsam hart arbeiten, wirklich hart arbeiten zusammen und dann werden wir weiter Vollgas geben. Und ich denke, dann werden wir auch wieder belohnt werden. Ich wollte es gerade sagen, denn ich hatte schon das Gefühl, dass man in der ersten Halbzeit den Kampf angenommen hat. Man kam aus der Kabine, man hat sich Torchancen erspielt und mit dem Gegentreffer kamen auch super viele Ungenauigkeiten, also einfache Ungenauigkeiten rein. Ist da wirklich schon dann, erklären Sie es mir, dieses Ding im Kopf, dass man 7-mal verloren hat und... Ja, nichtsdestotrotz, klar, es hängt das im Kopf drin. Das darf man nicht vergessen. Wir sind auch nur Menschen. Es ist jetzt nicht so, dass wir auf den Platz gehen und im Knopf ist alles weg, sondern man beschäftigt sich auch mit der Situation. Da geht einiges vielleicht mal ein bisschen schwieriger von der Hand. Nichtsdestotrotz sollte man manchmal schon den Pass auch anbringen, ganz klar. Und ein bisschen mehr Griffigkeit dann auch, speziell auch mal in der Offensive an einem Gegner vorbeizugehen, zweite Bälle zu gewinnen. Also so eine Kleinigkeiten, die sind einfach entscheidend auf diesem Niveau. Und wenn man das natürlich dann mal eine Vielzahl nicht so macht, wie man das dann braucht, dann wird es natürlich schwer, auch wenn man hier in Bochum spielt. Aber wie schon gesagt, es bringt jetzt hier nicht viel irgendwie rumzureden, zu sagen, das ist schlecht, sondern wir müssen einfach gemeinsam daran arbeiten, uns gemeinsam hinsetzen, weiterarbeiten, unseren Weg weitergehen und dann werden wir auch wieder erfolgreich sein. Viel Erfolg dabei. Dankeschön. Danke. Wir warten natürlich noch auf weitere Stimmen hier auch bei uns. Ihr könnt aber auch schon mal rüberschalten auf Der Spieltag mit Elmar Paulke. Das ist die Highlight-Show, die schnellste, die es überhaupt gibt, mit allen Highlights vom Wochenende. So, jetzt wollen wir uns aber noch mal das Tor der Bochumer anschauen und vor allem ganz genau anhören, Benny. Hör mal ganz genau hin. Beim Zweikampf wird da aus der Mannschaft der Wolfsburger Rossillo ein Hinweis gegeben.